Machen wir mal hier Vorsicht, gell? Ach, das wird lustig. Steck deine Brille. So ein Auto ist wohl eine Rakete, weil der ein Turbo hat. Viel zu dicht. Also ich würde jetzt mal auf Ihrem Prüfprotokoll mal unbedingt noch 2 Plus machen. Okay Leute, heute wird es ernst. Ich werde meine Vorprüfung fahren. Also ihr habt vielleicht auch die anderen YouTube-Videos gesehen von den Vorprüfungen. Ich glaube, da hat noch nie jemand bestanden. Also ich weiß nicht, wie es das wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ich mache mir keinen Stress. Und ja, weiter. Moritz, jetzt geht's los. Achso, ich darf ja nichts mehr sagen. Ich bin ja jetzt Fahrutschelnik. Nice, man. Okay. Funktioniert die Klingel? Was, die Klingel? Ja. Was für eine Klingel? Na, von den Pedalen vorne. Die wird man nicht benutzen. Dreht mal drauf. Die Brille. Vor allem sehe ich gar nichts mehr durch dieses Anhauchen hier. So ein Schwachsinn. Bei dem Knie vorne. Ja. Den hier? Na warte, dreht mal richtig auf die Bremse. Und Gas auch? Gas auch. Moritz, ich schalte schnell aus. So, fangen wir an. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen, Herr Ronny Prüfer. Herr Ronny, ich nehme heute die Vorprüfung ab. Okay. Als allererstes hätte ich gerne mal den Personalausweis gesehen. Natürlich. Mein auch? Nein. Moritz, ja. Einmal zurück. Dankeschön. Wir fahren die Vorprüfung heute zusammen. Jo. Es geht immer geradeaus, wenn ich nichts sage. Mhm. Ansonsten sage ich rechtzeitig vorher an, wo wir langfahren, rechts, links. Yes. Wenn ich rechts sage, meine ich immer Straßen. Okay. Keine Parkplätze oder sowas. Wenn ich auf einem Parkplatz fahren will, dann sage ich das vorher. Alles klar. Bevor es losgeht, hätte ich gerne mal die Warnblinkanlage gesehen. Zack. Funktioniert diese? Jo. Woran siehst du das? Dass es gleichmäßig blinkt und nicht so schnell ist und ja, das ist okay. Ja. Dann hätte ich gerne das Fernlicht gesehen. Hm? Achso. Motor muss dafür an. Nee, hast du war schon, aber da sieht man keine Leuchte. Die Wand ist. Jetzt ist an. An der blauen Kontrolle. Okay. Und die Mindestprofiltiefe. 1,6 mm. Perfekt. Gut, dann geht's los. Herr Ronny Prüfer, haben Sie Platz hinten genug? Ja, sehr. Wir wollen ja, dass es Ihnen gut geht im Auto. Platz ohne Ende. Und wenn irgendwas schief läuft, machen wir die Sitzleiter nach hinten. Ich bin auf die Knie eingeklemmt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der durch seine Maske auch was sieht hier. Also jetzt geradeaus, weil nichts gesagt wurde. Wir fahren am Ende des Parkplatzes nach rechts. Ja. Geradeaus wäre geil. Geradeaus, perfekt. Stehen wir morgen in der Bildzeitung. Prüfer sagt nichts, also. Das ist so dämlich.
sonst findet fährt er doch schon ganz gut, oder? Bis jetzt? Sonst? Nee, alles gut. So, die nächste wollen wir dann nach rechts auf diesen Netto-Parkplatz, wo das Auto gerade rausgefahren hat. Und was machen wir hier? Geradeaus weiter. Leergut wegschaffen. Vorne steht ein silbernes Auto. Auf der linken Seite. Ja. Nachdem wollen wir nach vorwärts nach links einparken. Okay. Zwischen den dunkelblauen und den silbernen. Okay. Guck mal, ist das erlaubt? Ja, aber das ist doch... 30 mal 30 muss er. Okay, aber 1,50 Meter, oder? Was, von der Höhe, von der Länge aus? Ha? Nee. Das ist 3 Meter, da darf man 100 Kilometer fahren. Du siehst ja vorne, ne? Jo. Warte mal lange. Fertig? Jo. Super. Dann fahren wir rückwärts zur rechts wieder raus, dass wir nach links weiterfahren können. So. Mach nochmal hier Vorsicht, gell? Ja. Guck mal, hier vorne siehst du die Dinger. Ich muss das kurz mal sagen jetzt. Mhm. Auch wenn ich jetzt gerade beim Prüfer Ronny meinen Fahrlehrerschein riskiere. In die Prüfung. Ja, das, ich habe noch nichts gesagt. Man muss auch mal ein bisschen Verständnis haben für den Schüler. Was? Nach links. Hier? Ja. Ach so.
schlägt deine Brille? Oder? Ja, deswegen mache ich nicht immer ganz über die Nase, weil sonst kann ich halt gar nichts mehr sehen. Das wäre ja doof. Ne? Ja. Und das wäre gefährlicher als Corona. So nach dem Motto, Corona haben wir nicht gekriegt, aber dafür halt gesehen haben wir auch nichts. Dafür halt gegen Baum, ne? Ja. Gestorben mit Maske. Darf ich das auch nicht sagen, oder? Doch. Ja. Mit dem Schlagen, das ist schon nicht schön. Es ist richtig, regelrecht warm. Vor allem, weißt du, was richtig schlimm ist bei so einem Schild? Ich meine, ich putze ja meine Zähne auch wirklich. Aber stell dir mal vor, du putzt deine Zähne nicht. Ja, spätestens in dem Richtung Dresden. Spätestens dann. Spätestens dann merkst du, wie schlecht sowas ist. Das wäre vielleicht für die Kinder wäre das gut, jetzt die so ungern Zähne putzen. Die müssen grundsätzlich so ein Schild tragen. Neue Idee für einen Zahnarzt. Manchmal, wenn der Schüler vergisst, den Blinker auszumachen. Ja, man darf nur hinweisen. Also ich sag dann also immer, das tickt ja hier wie eine Bombe. Ja, irgendwie ich darauf hinweisen darf, dass das Fernlicht noch eingeschaltet ist. Perfekt. Sehen wir nach hinten. Ich bin ja heute nur Ersatzfahrlehrer. Ich will dann an der nächsten Ausfahrt die Autobahn verlassen. Alles klar. Das klingt gar nicht. Ich werde ihn noch nicht haben. Ja. Also nicht. Das hat er zu spät gefragt. Das ist Mobbing des Prüfers. Wir lieben den Prüfer. Wir lieben unseren Ronny-Prüfer. Aber in Thüringen soll ja am 6. das zu Ende sein hier. Mhm, da genau in meinem Geburtstag. Ach, hast du Geburtstag? Jo, genau am 6. Hoffentlich ist dann auch in NRW vorbei, das wäre perfekt. Wo ja NRW immer ein bisschen zeitiger ist als alle anderen. Ja, eigentlich schon, ja. Das stimmt. Heute weitere Vorprüfung. Dann machen wir dann morgen. Machen morgen. Weil beide machen am Mittwoch, oder? Prüfung oder? Ja, ich mache am Mittwoch beide, genau. Achso.
zur praktischen Prüfung, zur richtigen, muss dann der Fahrlehrer ebenfalls einen Mundschutz tragen. Um nichts mehr zu sagen zu können. Bei dem Witterungsverhalten ist viel zu dicht. Okay. Beide. Ja, die sind schon dicht. Bleibt dicht. Bleibst du wieder weg? Ich hab nichts gefahren. Klippt dran hier? Bitte? War viel zu dicht. Ja. Den hätten wir der Fahrer bis weggenommen, oder? Wir hätten das so gemacht. 100%. Wir hätten noch nicht bestanden. Mit Sicherheit nicht. Mit den nächsten nach rechts. Was haben Sie davon, dass Sie so schnell fahren? Gar nichts. Ja, das kriegst du aber in die Köpfe nicht so richtig rein, dass die dann eine Minute eher da sind. Wahrscheinlich nicht mal eine Minute. Ach, diese Startschuhe, die hat schon mal. Also ich lasse die im Grunde genommen. Mich stört das. Ich mach das immer aus. Ja, ich mach das. Aber das kann jeder machen, wie er will. Hm. Und wie machst du das? Ja, schon. Das klang jetzt ein bisschen so. Was Falsches gesagt. Ich mach's auch aus. Was Falsches gesagt. Nee. Also, du machst es auch selber aus. Ja. Privat als wie auch beruflich. Ja. Weil das der Tod für den Turbo ist. Die tun zwar, wenn du von der Autobahn kommst, meistens selber abschalten, ja, weil der Turbo dreht ja immens schnell. Wenn dann das Auto an der nächsten Ampel ausgeht, dann reißt der Ölfilm ab. Hat ja keine Schmierung dann mehr. Dann hat er nur noch das, was im Turbo drin ist, und das war's. Das ist zum Tod, das jedes Auto. So ein Auto ist wohl eine Rakete, weil der ein Turbo hat? Manche. Vorhin hast du auch gesagt, es geht immer geradeaus. Ja, deswegen haben wir es auch wieder. Ach so. Da wollte ich sehen, ob du siehst, dass wir von dort aus noch nach links abbiegen dürfen. Okay. Das hat er gesehen. Das hat er sogar sehr gut gesehen. Und deswegen ist er ja recht drüber und hat sogar noch weiter gedacht. Er hat gesagt, immer geradeaus. Und da geht es aber nur nach links. Also fahre ich schnell noch rüber. Oder? Ja, habe ich gedacht.
Aber wahrscheinlich war es ein bisschen zu spät. Nach links abbiegen. Also ich würde jetzt mal auf Ihrem Prüfprotokoll mal unbedingt noch 2 Plus machen. Was hat er jetzt gesagt? Die nächste nach links. Wir haben ja dann noch eine Prüfung zusammen, oder? Mhm. Fahren Sie gerne mit mir, Herr Wanni? Ja, Prüfung. Sehr gerne. Ich hoffe, hinten liegt wieder ein Goldbarren drin. Dann besonders. Nein, meine Frau hat für Sie Schnittchen gemacht. Mit Gehacktes? Mit Gehacktes und Zwiebeln. Oh. Können Sie gerne während der Fahrt auch essen. Ich habe ja ein Schild drum, ich rieche das nicht. Dann nach links. Voll die fette Prüfung, ey. Nimm doch wirklich alles mit. Ich habe nichts gemacht. Sind eigentlich die ersten Prüfungen? Am Mittwoch. Mittwoch, also Theorie. Nach rechts, oder? Nach rechts, ja. Da hat mich wieder nicht gesehen, hat mich nicht erkannt unter der Maske. Egal. Leute ignorieren mich. Und dann? Weiter geradeaus. Achso, ich dachte gerade schon. Nee, ja.
sehen, ob im Sommer die Automatikregelung wegfällt, ja? Ich hoffe. Also ja, dann rüsten wir komplett um, ne? Dann rüsten wir um. Ach so, dann ob dann... Boah, jetzt kriegst du keinen Eintrag mehr. Ah, okay. Du würdest den ja noch bekommen. Mhm. Aber in Zukunft dann gibt es die Möglichkeit, Automatikprüfung zu machen und beide Getriebearten zu fahren. Aber wenn man dann einen hat, dann kann man den auch noch umbinden? Das ist dann... Nee, du kriegst dann beide, musst aber nochmal mit Schaltwagen nachweisen, dass du geübt hast. Okay. Die nächste nach rechts. Doch, Klaus. Voll die Mundschutz. Den sieht man überhaupt nicht. Und dann nach links. Ach, das wird lustig. Ja. Das hier für Ecken. So, hier simulieren wir, dass wir uns verfahren haben und suchen eine geeignete Möglichkeit zum Umkehren. Alles klar. Aha. Ach, deswegen hat er uns hier reingelotst, der Herr Ronny Pulver. Ein bisschen Rücksicht nehmen, ne? Arm ist verletzt. Klaus hat doch voll deinen Mundschutz dran gehabt, oder? Also gar nicht das Gesicht da gar nicht, gell? Nee. Das kann jeder Fahrlehrer sein. Wir haben ein klares Visier, wir wissen und zeigen Sicht. Und jetzt? Geradeaus, oder? Weiter geradeaus. Ah ja, hast du ja gesagt. Das ist noch jemand von uns.
nächsten Kreuzung nach links. Schon mal aufgeregt hier im Netto wegen dem Parkplatz? Nee, gar nicht. Nee. Netto ist nett, oder? Netto ist nett. Kann ich letztens einfahren, da hatte jemand Angst um sein Auto, ist dann ganz schnell weggefahren. Das haben wir oft. Was passiert? Meins wären eigentlich die Autos billiger jetzt? Durch was? Na jetzt, durch die Zeit. Nee. Denkst du nicht? Ich würde sogar sagen, teurer. Echt? Ja, die haben jetzt ganz nichts verkauft und jetzt rennen ja die Leute vielleicht los und wollen kaufen. Na, oder auch nicht. Oder machen halt schöne Aktionen draus. Oder auch nicht. Noch nicht. So ein bisschen die Bedenken, dass das eher billiger wird. Es gibt ja auch viele, die 60% haben, ne? Durch das Kurzarbeitergeld. Ja. Und dann auch sagen, Mensch, da warte ich lieber mal mit der Investition. Siehst du was? Ja. Nee, ich wollte nur fragen, ob du was siehst. Ja, ja. Weil ich hatte meinen Kopf davor. Ach so, alles gut, ja. Nach rechts. Ich will ja nicht der Grund sein, dass du nicht bestehst. Obwohl ich so befürchte, dass ich das schon bin. Durch mein Gequatsch. Kurz verschärft, also. Durch mein Gequatsch. Nach links.
So, Moritz. Jo. Was sagst du denn selber? Also ich hatte einen sehr netten und gesprächigen Fabian. Und ja. Also ich habe einmal den, also einmal als wir links rein wollten, da habe ich diesen letzten von Tollbrück ein bisschen zu spät gemacht. Da kam er dann noch von vorne, da war ein bisschen kritisch auf jeden Fall. Und sonst bin ich mal gespannt, was du sagst. Also, im Hinsicht, ja, wenn ich jetzt mal Mike ausblende, wäre es bestanden mit Augen zu. Ja, aber sobald der Fahrlehrer in der Prüfung genau, einen Kommentar gibt oder die eine Hilfestellung gibt, war es das. Aber ich wo habe ich schon geholfen? Beim Parken. Beim Einparken, wo das bei Netto war. Ein bisschen nah war, ja. Ja, das. Ich sage jetzt mal so, das war ja auch eine Treppe. Nee, ich die Treppe war knapp. Also entscheidend ist auch bei der richtigen Prüfung einfach hier vorne auch mitgucken. Mit ne? Ja. Weil ich sag mal, 3 Punkte ist schon okay, oder? 3 Punkte ist okay. Nee, ist okay. 3, aber du hast auf der 5 bist du gegangen. Okay. Ja? Und dann sogar jetzt gerade bist du nicht nur auf 5, sondern schau mal, wie weit du eigentlich stehst. Du bist sogar in den roten Bereich gegangen. Also dafür ist ja diese Parkhilfe eigentlich auch da. Ne? Ja, einparken muss ich noch dran üben. So, wo wir hier losgefahren sind, kam ja der Mann hier vorne gelaufen. Ja, da. Genau. Nicht so nah an dem Mann. Nicht so nah, okay. Na, der hat Angst gekriegt. Ich weiß nicht, ob es wegen der Zickzacklinie war. Da darfst du drauf fahren. Okay. Kein Problem. Okay. Ja, aber der hat sich der ist zickzack gelaufen, oder? Ja, da habe ich ein bisschen. Dann hatten wir kurzzeitig mal eine bisschen erhöhte Geschwindigkeit. Das weiß ich auch noch. Ja, das war aber auch noch so, dass ich sage, gut, der Rest hat ja geklappt. Okay. Ja, wenn du jetzt ständig zu schnell gewesen wärst, wäre es halt da auch schon gewesen. Okay. Und beim Parken. Ja. Wenn du rückwärts aus einer Parklücke rausfährst, nicht lenken. Ja, gerade ja, raus, ja. Bis unsere Frontstoßstange an den seiner Stoßstange ist. Ja, habe ich auch Stangen. Dann sind wir vorbei, dann kannst du voll einschlagen. Einparken ist auf jeden Fall noch so ein Thema. Ja. Und dann. Dein Spiegel. Ja, habe ich auch gemerkt, den habe ich dann vergessen einzulösen, wieder hochzumachen. Richtig. Ja. Schön aufpassen. Ja. Ja. Weil wir sind ja dann auf die Autobahn gefahren und du hattest keinen Spiegel. Also ich konnte schon noch was sehen, aber das war schon grenzwertig. Ja, deswegen mit Augen zu wäre das bestanden, weil die restliche Fahrt war okay. Okay. Aber sobald halt der Fahrlehrer eingreift oder was sagt, was du machen sollst oder nicht machen sollst, wäre es vorbei. Okay, alles klar. Okay, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich hatte natürlich auch einen sehr, sehr, sehr netten Fahrlehrer, der mir da ja etwas zugeflüstert hat. Also normalerweise geht das natürlich nicht. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Also ich fand es eigentlich ganz cool gelaufen. Beim Einparken bin ich halt noch ein bisschen lost, aber sonst glaube ich, dürfte das klappen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da bei der Fischer Academy. Schaut auf jeden Fall das nächste Mal wieder rein. Und ich würde sagen, haut rein und ciao.